Hey, Freunde, willkommen zu einem Top 10 World Guildwalking Encore. Ziemlich enttäuscht und ich habe keine Ahnung, wer das ist. Habe ich noch nie gehört irgendwie. Ich dachte irgendwie wirklich irgendwie, ich meine, die sind Platz 8, glaube ich. Ein bisschen neu. Ich dachte irgendwie, ziehen weit, keine Ahnung, Melly, Troublemaker, irgendwie sowas halt mal irgendwie. Irgendwas Gutes oder so. Keine Ahnung, was Encore ist. Oder wer Encore ist, aber hey. Ja, irgendwie. Daubt haben wir voll verloren, egal. So. Den ersten machen wir nicht, der ist schon recht low. Dark Panda Kinky. Sollen wir? Keine Ahnung, was haben die irgendwie noch stehen, ha? Hab ich auch schon gesehen. Kiki und hier Maya, aber. Das ist ja ein Freewin, hey, wenn der Maya drin steht, ist er 2 gegen 2 gegen 3 halt, ne? Ein Jäger. Aber scheiß auf einen Jäger. Bella. Urfahrt alles, ha? Vielleicht sollte ich einen machen von den Grünen oder so. Nicht. Ist auch Fahrt. Irgendwie ist alles einfach Fahrt, ja, weil alles, was. Gibt es keinen Typen irgendwie, der 15 LD Units hat? Irgendwie 15 Defenses oder halt 5 Defenses, ha? Oha. Schon, ha? Der ist irgendwie auch ziemlich cool. Kann irgendwie so Defense ignoren, aber. Ja. Das war's auch schon wieder. Okay, ist auch Fahrt. Jesus, ha? Ist auch Fahrt. Sarah 2 Miles, huh? Was will ich denn machen? Keine Ahnung. Ja, lass machen. Scheiße. Na gut, ready. Ja, oben irgendwie Tessa Riley, weil er irgendwie Tessa geruht ist, ne? Charger Level 39 als Jäger-Tank. Ich glaube nicht, dass da irgendwie was schief gehen kann. Poseidon Cleave, ja. Dann Wind Panda, Nora und Adelia-Dingens da halt. Kennt man eh. Sarah tut den jetzt mit Lucian Cleave und unten mit Lia Cleave. Prinzipiell eh immer dasselbe, was ich mache, weil. Ja. Ist halt so. So. Kommt meine Cha. Na, Chacha kommt nicht vorher dran, oder? Leider nicht. Na gut. So, da sind da irgendwie Dingens klauen, ha? Das funktioniert? Ich glaube nicht. Okay, sehr gut. Dann können wir dich gleich killen, ha? Jupp. Diese scheiß Guillotine, wirklich. Oha, übertreib. So, Cleansed Riley. Soll ich Jäger überhaupt killen, ha? Autsch. Komm auch zum Defense Breaken. Okay, scheiß drauf, wir killen Jäger. So. Okay. Gehen wir auf dich gerade, ha? Resisted. Na gut. Okay. Kein Crit. So, wir machen nix, ne? So, Defense Break, Kill. Dankeschön. Better Revived halt von links nach rechts, ne? Also kein Jäger mehr back. So. Killen wir dich halt noch einmal. Noch einmal, noch einmal, noch einmal. Okay, hat auch nicht funktioniert. Ja, oh, komm, ha. Wir haben noch ein paar Bioprox Tester, wir könnten schon fertig sein. Jesus, ha? Versuchst du mich irgendwie auch zum Strippen wie die scheiß Molly immer? Okay, konkret. Okay. Dankeschön. So, what's next? Poseidon, glaube ich, ne? Jo. Also. Verkackt, Galleon. Okay,
Diesmal nicht. So, Poseidon sollte zumindest einen Ongigoki killen. Okay, nice. Wird ein schöner Triple Kill für Tiana. So, jetzt haben wir da Windpanda Blödsinn. Okay, Threat State. Strip alles, ha? Huh? Okay. Gehen wir auf Molligrad, ha? Huh? Auch viel Damage. Oh. Klassiker, ha? Huh? Scheiß Theos, ha? Huh? So scary irgendwie in letzter Zeit mit ihren Defense Breaks, die sie landen und dann in Survival Proc, ne? Oh, wir haben nicht mal irgendwie vierten Skill oder so. Na gut, lass ersten machen. Bitte proc jetzt nicht, ha? Huh? Okay. Okay, danke für Free Attack Bar. Was reicht? Oh, Vileprox saved mich, glaube ich. Wobei, glaube ich, auch nicht mehr, weil Heal ist down, ne? Die beiden Totem-Dinger würden gegen die anderen beiden gewinnen, aber. Ja, lächerlich, dass ein Theo überhaupt irgendwie mein Windpanda auch nur ansatzweise killt, ja, weil. Weil er einfach schon wieder Defense Break landet. So. Strip den Scheiß. Nice. Jo, komm. Ah. Denkst du, Wumster macht's wieder unnötig lang, ha? Achso, by the way, ich werde dann irgendwie noch so einen zweiten World Guild War dranhängen. Ich glaube irgendwie gegen Red Devil oder so. Da war ich irgendwie unterwegs. Aber ich bin irgendwie nicht dazu gekommen zum Recorden. Was? Was? Fuck, hat alle Lucian safe? Serious, ha? Huh? Okay. Muss ich jetzt ehrlich zugeben, hätte ich nicht damit gerechnet, ganz ehrlich. Okay. Scheiße, ja. Habe ich echt nicht damit gerechnet. Aber gut. Sonst hätte ich auf Kalkano verzichtet, aber hey. Kann man nicht wissen. Na gut, scheiße, haben wir einen verloren, aber. Ja, who cares, ha? Huh? Na gut, zweiter hier, ja, kein Plan, irgendwie ein paar Teams dabei, die nicht so cool sind. Da oben halt, ne? So ein One-Shot-Ding, Single-Target gegen Molly. Keine Ahnung. Dann, ja, irgendwie nochmal Poseidon, irgendwie da unten nochmal. Lucian mit Kalkano. Nah. Warte, Scheiß auf Kalkano. Ja, das vierte Team, ich habe keine Ahnung, wie das irgendwie funktionieren soll. Vor allem Ophelia Shield, Anti-Crit, Resistance Lead. Ich meine, ich glaube, Luer hat irgendwie ja, Max Accuracy, aber ja, scheiß Ahnung, da was. Mir so wurscht, ob wir da gewinnen oder verlieren. Gegen so eine Dreckskille, langweilig einfach nur. Keiner kennt irgendwie. So, was machen wir? Ich würde sagen, irgendwie Molly zum Schluss, ha, wenn es irgendwie. Okay, wir critten schon mal. Was serious? Okay. Es war eh klar. Ich komme da. Heute hat alles irgendwie minus Wind Damage, ganz ehrlich, Alter. Ich würde irgendwie. Das ist so lächerlich, ja. Na bumm, fast, ha? Huh? So. Okay, sag ich ja, wir brauchen kein Speed Lead. Luis hat auch keine Runen, aber ist eh wurscht, ja. Hätte, glaube ich, nichts geändert, großartig. Kung Fu Girl wäre so oder so gestorben. So. Okay. Vigor keine Runen,
Geh bitte, ist das denn ernst? Die Ophelia hat, glaube ich, auch keine Runen, oder? Oh ja, hat sie. Scheiß, der Götter. Wir uns den Scheiß klaut. Fuck. Und er ist auf Vampire. Okay, das verlieren wir auch. Naja, mal schauen, ha. Stunning. Okay. Wir sollen irgendwie unsere Skills wieder ready kriegen. Luert nächste Runde. Wann haben wir Mageddon? Auch nächste Runde. Okay. So. Okay, lass uns nochmal hochheilen. Ja, oh, geh mir nicht auf die Eier hier. Okay. Na gut. Ah, hätte mich irgendwie, keine Ahnung. Wundert mich, dass wir mit dem Team gewonnen haben. Oder gewinnen. So, dann haben wir immer noch das Lear-Dingens, ne? Ach komm. Hätte man Battle Angel, wenn ich den Feuer Battle Angel ziehe, dann glaube ich, gebe ich den beiden Wind und Feuer irgendwie Skill-Ups. Aber vorher irgendwie nicht. Sondern das bringt nichts wegen Immunity. Nervigste Unit ever, huh? So absichtlich urlangsam, gell? Digga, wie fucking thick ist das Hundsschild, ha? Immer Immunity auch, das ist so lächerlich, ne? Scheiße, Ophelia ist ja auch schon 17.000 Mal gebufft worden, ne? Jawohl, Alter, 500 Schaden. Los, Armageddon, Flieg und Sieg, ha? 17k Schaden. So. Klassiker. Wenigstens haben wir ohne Killen, na wenigstens. Oha, na gut, gut, dass die irgendwie gedörbt hat, ha? Hätte eigentlich irgendwie unsere Lia snipen können, aber hey. Und tschüss. Na gut. Ja. War natürlich lächerlich, der erste, ne? Ich schwöre, ich will einfach. Ich will, dass dieses Passive, diese 15%, ja. Ja, sind die 15%, ne? Nicht 20. Ich will einfach, dass das genervt wird, ja, dann siehst du nie wieder eine Molly. Das ist einfach, das ist auch so eine dumme Mechanik einfach, ja. Ich meine, was sind 15%, ja? Nimm her 12,5%, ja. Ist ein Achtel, ja. Also sagen wir 15% da irgendwie jeder siebte oder theoretisch, ich meine, es ist halt nicht so, ja, dass jeder siebte irgendwie ein Glanzing ist, aber halt, so soll es halt irgendwie sein, ja. Und was der zweite Hit glanzt, ne? Aber gut, wurscht. Ja. Hoffe, es hat euch gefallen, danke fürs Zuschauen und ich hänge da jetzt irgendwie noch einen dran, falls ihr nicht vergesst.